Es gab einen vermeintlichen Mord bzw. anschließend einen Selbstmord in St. Pölten. Was können Sie uns darüber berichten? Ja, wie bereits berichtet, haben hier Hotelgäste einen Schuss in einem Hotel in St. Pölten wahrgenommen. In weiterer Folge wurde hier dieses Hotelzimmer geöffnet und es wurden hier zwei leblose Personen, ein Mann und eine Frau, leblos vorgefunden. Welche Angaben gibt es noch zu den vermeintlichen Täter bzw. zum Opfer? Ja, nach derzeitigem Ermittlungsstand geht man davon aus, dass die Schüsse von der Frau abgegeben wurden. Hier hat eine Schusshandbestimmung stattgefunden und hier ist relativ klar, dass diese Schussabgabe von der Frau erfolgte. In welchem Verhältnis stehen Täter und Opfer? Was wir wissen, ist, dass sich die beiden gekannt haben. In welcher Beziehung sie zueinander gestanden sind, muss noch ermittelt werden, ist derzeit noch unklar. Und das Motiv der Tat? Es dürfte sich hier um eine Beziehungstat gehandelt haben, das muss noch ermittelt werden. War die Tat geplant? Unsere Ermittlungen sind im Laufen. Hier muss das Umfeld noch festgestellt werden, die genauen Bestimmungen. Auf jeden Fall ist bekannt, dass die Frau im Besitz einer waffrechtlichen Urkunde war und auch im Besitz einer gültigen Waffe. Waren Drogen oder Alkohol im Spiel? Ob hier Drogen oder Alkohol im Spiel war, zieht sich meiner Kenntnis. Man muss das Ergebnis der Ermittlungen eben abwarten. In der Aussendung ist von einem Beziehungsdrama die Rede. Wie genau kann man sich das vorstellen? Also dieser Mann dürfte sich hier mit der Frau in Bekanntschaft gewesen sein. Warum sie hier in diesem Hotelzimmer übernachtet haben, was dann letztendlich zu dieser Tat geführt hat, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Und die Dame besaß einen legalen Waffenschein? Die Dame besaß eine waffenrechtliche gültige Urkunde. Und es war auch ihre Waffe, oder? Ja, die hat sie legal besessen.